Ein herzliches Willkommen zu einem ganz neuen Let's Play. Glover. Lizenz to Nintendo. Nicht Lizenz bei Nintendo? Ne, egal. Von Hasbro Interactive und Interactive Studios. Irgendwelche Firmen, die ich irgendwie nicht kenne. Oh, und dem A-Team. Ist das nicht eine Serie? Ne, egal. Denn in diesem Let's Play wird es um einen... Oh, hey! Ein Handschuh gehen. Und ein Ball. Und nein, dabei geht es nicht um die Frage, warum Mario dieselben Handschuhe anhatte wie Mickey Mouse. Achso, ja, klar. Sprachauswahl. Nehmen wir mal natürlich Deutsch. Wie immer. Oh Mann. Ich frage mich immer noch, welcher Teufel mich geritten hat, dieses Spiel Let's Playen zu wollen. Denn ich werde mal ein bisschen was zu dem Let's Play hier sagen. Ich habe Glover selbst als Privat, auch als Spiel. Das ist vom guten Lordi noch, als ausgeliehenes Spiel von über 10 Jahren oder was weiß ich, wie lange ich das hier schon im Regal liegen habe. Aber ich habe es noch nie durchgespielt. Das aus ganz guten Gründen. Ja, erstmal, ihr seht kein klassisches Nintendo-Game, nix Mario, nix Yoshi, sondern Glover. Übrigens mal so als Insider oder so als Trivial Information. Glover ist Englisch für Handschuhmacher und Gloves an sich sind natürlich die Handschuhe. Kennt man auch Handy-Gloves, hier so Handschuhe, ne, kennt man. Das hier wird, ich hab's schon mal geguckt, ich hab's schon mal vorausgezockt, das wird ein bisschen buggy, das Spiel, sieht der Hintergrund, ist ein bisschen komisch. Müsste eigentlich ein bisschen mehr sein. Zudem gibt's hier Schwierigkeitsgrade in dem Spiel, was jetzt auch nicht so unbedingt üblich ist. Und ich werde das Spiel nicht zu 100% durchspielen und für mich ist es, wie gesagt, half-blind. Und außerdem ein, ich erzähl's mal, für mich ist es inoffiziell ein Let's Fail, denn ich weiß, wie das Spiel ticken kann und daher... kündige ich das mal so am Anfang indirekt an. Es bleibt natürlich trotzdem einfach ein Let's Play vom Titel her und so. Ich würde sagen, wir drücken auf einmal Start. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Hab schon mal geguckt, wie die Aufnahme läuft. Funktioniert alles ganz schön und wunderbar flüssig. Das ist doch fluffig. So, Options. Ja, jeder Gamer, geile Gamer, guckt erstmal in die Options. So, hier können wir ein bisschen lauter machen, einfach mal so. Und hier machen wir dreimal Sound, ein bisschen nochmal geiler Sound. Ja, voll cool. So, Abspann können wir uns angucken, bevor wir das Spiel gewonnen haben. Auch ganz cool. Erinnert mich so manche Let's Indies, ne? So, Training mache ich nicht, das können wir später noch machen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier in der ersten Folge, in der großen Pilot-Episode, die unglaublich komplizierte und total coole Story an. Start. Achso, ja, Spielstand muss ich mal ausstellen. Achso, ja, da ist schon mal mein Testspielstand. Ha, ist das nicht cool? Hier. Ja, löschen. Kann man nochmal anlegen. Kein Ding, Mann. So, ihr habt schon gesehen. Kai, komischerweise kann man nur drei Buchstaben hinschreiben. Ach, ich hätte damals schon drei Buchstaben. Ha, na meiner. So, mein realer Name natürlich nicht, aber... das ist ja... Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Jetzt wisst ihr, dass mein realer Name keine drei Buchstaben hat, sondern mehr. Oder vielleicht sogar weniger. Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht schwer erraten zu wissen, weil die meisten Namen haben schon mehr als drei Buchstaben. Aber egal. Hier in dem Fall passt. Also, okay... Okay. So, und ihr seht, wir haben Schwierigkeitsgrade, ja. Bei normal, da kann man die Bonuslevel freischalten. Aber einfach nicht. Ist voll fies. Aber ich werde trotzdem auf einfach zocken, Leute. Ich habe noch nie gesehen, was die Bonuslevel sind. Wer es unbedingt wissen will, dem kann ich einfach nur raten, zockt dieses creepy Game einfach selber. Oder, ja, gibt bestimmt noch mehr Let's Plays. Wir kennen jetzt keinen, der Let's Play, der ehrlich sagt. Ich würde sagen, wir daddeln einfach mal drauf los. Auf einfach. Ja, ich werde die Bonuslevel nicht zeigen. Ich habe gesagt, wird kein 100% Let's Play. Ach, muss ich mitleben. Ach, wunderschön. Ah, das Schloss. Irgendwelche blauen Bugs und... Oh, ein Handschuh mit Face. Und ein alter Opa. Der Zauberer. Muss Busch? Boah, voll in die Suppe rein. Mit Flasche. Ob das so gut war? Oh oh. Oh nein. Der Unfall. What? Oh, Scheiße, Mann. What? Splush? Voll in die Suppe. Und der fliegt gleich raus. Ist klar. Oh, Scheiße.
ein Handschuh mit vier Fingern? Ist das ein Krüppel? Oh oh! Oh oh, die Kristalle! Wow! Scheiße, Mann! Die Verwandlung! Er hat jetzt einfach in Bälle verwandelt, damit sie nicht zu Bruch gehen. Schnell geschaltet, der kleine Handschuh. Clover. Oh, oh. Ich finde das so cool irgendwie. Und natürlich der, der in die Suppe gefallen ist. What the fuck? Cross-Stitch. Was ist das denn für einer? Voll die fiese Gangsterlache. Oh, Mann. Und ihr seht. 10 Leben, 3 Herzen, oben rechts in der Ecke, 0 Punkte. Da drüber meine Fabs-Halber. Ist egal. Ihr seht also, der Hintergrund ist wirklich ein bisschen komisch, irgendwie an manchen Ecken wird einfach so abgeschnitten, ganz komisch. Aber egal. Wir sind das erste Mal in der Spielewelt und wer bist du denn? Dr. Tipp sagt: Hi, mein Name ist Dr. Tipp. Wenn du Hilfe brauchst, sprich mich an. Das geht, indem du dich neben mich stellst und B drückst. Aha. Dr. Tipp sagt übrigens, drück und halte B, wenn du mal den Ball verlierst. Viel Glück! Naja, Kai sagt, Dr. Tipp ist scheiße. So, wir können zocken, yay! Mit A kann man ganz klassisch jumpen, weil er dabei mit B drücken gemeint, wenn ich den Ball mal verliere. So, B gedrückt halten. Das ist richtig cool, dann zeigt er mir, wo mein Ball ist. Finde ich cool, ist ein geiles Feature. So was möchte ich für meine Autoschlüssel haben, wenn ich mal ein Auto habe. Aber für meine Hausschlüssel wäre das auch praktisch. Oder so für manche andere Sachen. Clover, kannst du mir die Fähigkeit leihen? Egal. Erstmal so kleine Sachen zum Charakter. Ja, der hat nur vier Finger. Ja, aber stellt euch vor, der hat einen fünften Finger. Vielleicht zwischen den zwei Fingern da unten. Ich weiß, ihr das seht, ein bisschen. Also, wie beim Mann ist das der elfte Finger, ne? Aber komm, wir vergessen das einfach mal. So, wir gucken uns um. Wir haben hier den Ball. Und jetzt erkläre ich euch das mal. Diese Steuerung hier mit dem Ball, die ist im Spiel äußerst... Naja, nervig, sag ich einfach mal. Denn es gibt halt Stellen, da kann man zum Beispiel, warte mal, ich zeichne das mal mit, war das nochmal mit L? Ja, genau, da kann man auf dem Ball stehen und den dann lenken. Und jetzt kann ich den ganz normal lenken mit dem Joystick, aber würde ich normal spielen, dann wäre die Steuerung spiegelverkehrt. Was richtig asozial sein kann, wenn man das mal in irgendeinem Moment irgendwie benutzen will und dann, boah, Alter, ist das laut hier, Hilfe, ich muss mal leiser machen, Leute, tut mir leid, weil die Krähen sind ja übel laut. Also, dann hätte man ja auch bloß 5 Leben, glaube ich. Das Spiel im Allgemeinen ist nicht unbedingt einfach, ja. Die 3 Herzen sind jetzt nicht so wie bei Zelda, ja, jedes Mal Viertel Herz weg. Nee, ein Treffer ist ein Herz, oder 2 Treffer kann ich einstecken, danach bin ich tot. Und der Ball kann uns abhanden, also außerhalb unserer Herzen, ebenfalls noch kaputt gehen. Ja, so ein Gummiball geht ja auch irgendwie mal kaputt. Da muss eine Spitze drauf fallen und dann heißt es, fail. So, was hast du mir denn hier? Bringe Bälle in die Höhle, um die Tore zu anderen Welten zu öffnen. Ja. Was erzählst du mir hier? Bist derselbe irgendwie? Gibst du dich hier als Klon irgendwie? Hast du ganz viele Brüder? Fragen über Fragen. Dies ist der Eingang zum Übungslevel. Dr. Tipps sagt, springe in den Hals, Maulmann. Ich sag, du sagst Scheiße! Springe in den Brunnen und lerne wertvolle Tipps und Tricks. Schreibt mein Tipps in mir 2P? Egal. Halt! Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich will da rein. Wie ging ja das nochmal? Ah, genau, so war das. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die Trainingseinheit. Einfach mal so. Kann man ja mal machen. Ist ja kein Ding. Oh, flop. Da sind wir im Trainingslevel. Dr. Tipp sagt, halt's Maul, du Affe. Hi, mein Name ist Dr. Tipp. Wenn du Hilfe brauchst, sprich mich an. Das geht ja. Hatten wir schon mal. Übrigens, drücke B, wenn du mal Ball verlierst. Hatten wir auch schon mal. Zählt mir halt doppelt hier. Was ist denn das für eine Kacke? So, das hältst du mir denn hier, Kollege? Wir quatschen einfach mal alle an, weil ich bin gründlich. Mit den Tasten links C links und C rechts. Drehst du die Kamera nach links und rechts? Ja, you don't say. Wie in jedem anderen Game auch. Die Steuerung ist eigentlich sehr identisch, man kann auch übrigens einen Doppelsprung machen, aber egal, wir lernen die Steuerung sowieso noch, also was erkläre ich hier im Voraus alles. Um Clover ohne den Ball zu steuern, drücke Joystick, springe A, drücke A nochmal in der Luft, um einen Doppelsprung auszuführen. Ja, genau, da hatten wir gerade... So, hier kann ich glaube ich ein bisschen lauter machen, muss die Krähen sind immer so extrem laut in der Overworld. Treppensteigen kann ein Ball, indem er Beine bekommt. Nee, indem er springt. Das geht, indem du mehrfach B drückst, wenn du ihn hältst. Also hier sowas. Ey, cool, geil. Wir sollten dringend in die NBA gehen. Wir sind eine Hand, der ohne Spieler Basketball spielen kann. Also, wenn dann den Pornos, ich weiß es auch nicht. Was erzählst du mir? Zum Ducken halte C. Drück kurz C und Glower schlägt ein Rad. Warte, ich soll ein Rad schlagen? Warum soll ich denn ein Rad schlagen? Ein Rad kann auch nicht dafür. So, dann zeig euch mal, wenn ich jetzt hier Z gedrückt halte. Yay, kann ich so einen Tram-Move machen. Komm doch mal. Yay, cool. Wow. Wenn ich Z gedrückt halte... Dann kann ich hier richtig cool mich erstmal nur hinlegen, ja? Klassische
Facepalm-Geschichte. Übrigens, ein Facepalm ist ja ganz einfach, ne? Wir hatten ja den Handschuh direkt in der Hand und wir können kriechen damit. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. So, würde ich sagen, dribbeln wir uns mal hier hoch. Oh, das ist gar nicht so einfach. Moment, jetzt. Ja, jetzt. So, Kollege, was erzählst du mir? Um hohe Wände zu überwinden, wirf den Ball. Halte hierzu B, dann halte Joystick in die Richtung, in die du werfen willst. Lass dann einfach B los. So, machen wir das mal. So, B gedrückt halten. So, jetzt. Ah, da kommt so eine Wurfanzeige. Und hap! Stup! So, kann ich hochspringen. Schön. Hap, zap! So, was willst du mir erzählen? Mittels eines Wurfs kannst du auch Abgründe überwinden. Ja, nee, was du nicht sagst. Wenn du dabei bist, den Ball zu werfen, kannst du diese Aktion mit Z noch abbrechen. Du kannst Z auch drücken, um den Ball wegzulegen, wenn du ihn nur hältst. Also das, was ich hier gemacht habe, um dann einfach so, hey, tschüss, du Ball. Ich will wieder im Solo-Modus unterwegs sein, weil der Ball ist hier nerviger als Navi oder nerviger als sonst irgendwas, was man jemals in Spielen beschützen musste, weil der Ball hat seinen eigenen Willen, ja. Der Ball ist scheiße, ja. Wenn er den wohin schießt, der rollt ja weiter, dann sagst du, bleib stehen. Nee, das kannst du aber knicken. Das Spiel trollt dich hier zu jeder Gelegenheit, aber egal. Vielleicht kriegst du ja, vielleicht bin ich ja besser als damals als Kind, wo ich es gezockt habe. Dr. Tipp sagt, ich sage halt's Maul, Dr. Tipp ist scheiße und du siehst aus wie ein Kakuhut, Mann. Du siehst aus wie der sprechende Hut aus Harry Potter, bloß in blau. Manche Abgründe sind zu breit für einen Wurf. Halte A und drücke deutlich in die Richtung, in die du den Ball springen lassen willst. Dann ist das A los. Also jetzt nicht mehr werfen, sondern springen lassen. Ah ja, also richtig schön so eine Flatsche gehen, dass er so einfach rüber gesmackt wird und dann jumpt man immer hinterher hier. Bevor sich der Ball wieder selbstständig macht, macht er nämlich furchtbar gerne, der Scheißball. Ballo, 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 knallo, Mann. Dr. Tipps sagt, Mann, Kai sagt halt's Maul. Dies ist ein Ballschalter. Aktiviere ihn mit Hilfe des Balles. Nee, echt jetzt? Ich dachte, ich muss ihn mit Hilfe meines linken Fingers aktivieren. Einfach Ruffelrollt reicht. Und dann wird da, ja, Wasser. Nee, ich würde sagen Sand irgendwie. Ich glaube, da schwimmt man nämlich nicht drin. Ja, genau. Ist eine feste Masse. Und da kann man jetzt hier den Ball rüberrollen, weil sonst hätte man das nicht geschafft. Schwere Aufgabe. Total nicht lösbares Rätsel. Ey, komm, ich hier mal hoch. Hallo. Ja, geht doch. So, ihr seht Wasser, oh mein Gott, was für ein Hindernis. Oh mein Gott. Dr. Tipp sagt, man halt's Maul endlich. Flaches Wasser kann problemlos überquert werden. Heißt einfach durch die Soße. Aber sieht das Wasser nicht wieder so schön aus? Ach, das ist so wieder, sieht so erfrischend aus, wenn ich mal hier rinspringen. Vor allem jetzt, wo gerade wieder wärmer wird, ja. Ist ja echt ätzend. Im tiefen Wasser kannst du den Ball nicht halten. Nutze die Rampen, um den Ball dort wieder herauszuholen. Ja. Das ist, was ich erwähnt habe, wenn ich jetzt hier hingehe, automatisch flutsch. Da können wir natürlich nicht mehr halten, weil der Ball schwimmt natürlich. Wir selbst aber nicht. Wir sind Untergehleiche. Das heißt, hier wäre jetzt meine Steuerung immer spiegelverkehrt. Weil ich finde das voll doof. Warum muss man so normal spielen? Also mit 5 Leben am Anfang hätte ich ja noch leben können. Aber mit verkehrter Steuerung ist der verkehrte Welt. Nee. Und deswegen, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Re-Let's Play. Aber haha. Frag mich überhaupt nicht, wie der Let's Play schaffen will. Aber gut, das lasse ich mal noch offen. Ganz bewusst. Diese Kisten können durch Faustschläge zerstört werden. Springe, indem du A drückst und schlage mit Z. Ah ja, dann gehen wir weg. Ball, Ballo, Knallo und Verbams! Wow. Stylish. Oh, ey. Oh, sportlich der junge Mann oder der junge Handschuh, wie nach dem, wie man es will. So, da ist noch so ein Stinker drin. Bams. Ah, ein Schalter. Was bist du hier? Du kannst den Ball mit deiner Magie verzaubern. Wenn du ihn hältst, drücke einfach R. Ansonsten zeige mit B auf den Ball und drücke dann R. Also den Modus hier. Ball verwandeln werde ich euch gleich alle mal demonstrieren und auch mal erklären. Dies ist ein Glover-Schalter. Betätige ihn mit einem Faustschlag. Yay! Bams! Hat dasselbe Zeichen nämlich wie auf unserem Handschuhrücken. Da war auch so ein Zeichen drauf. Guck mal da. Seht ihr das? Der komische Stern mit dem Pflaster drauf, der hat sie wehgetan. Keine Ahnung. So, das sind die Verwandlungen. Der Ball hat, glaube ich, 4 Stufen. Einmal den Gummiball. Eine Bowlingkugel. Knacks. So, das Coole an dem Spiel ist nämlich, diese Kugel hat erheblich andere physische Attribute. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Ball rolle, dann dauert es lange, bis ich den Ball bremse. Und wieder in der Gegenüber Richtung lenken kann. Also die Steuerung ist hier ein bisschen, naja, nicht so flexibel einfach. Liegt aber daran, dass natürlich der Ball so viel leichter. Ja, natürlich viel leichter zu lenken irgendwie. So, mit einem Bowlingkugel. Ja, Basketball mit Bowling geht schlecht, ne? Funktioniert eben, wird man merken. Aber dafür, wenn wir drauf stehen, kommen wir ein bisschen höher. Weil man ja von hier aus einen viel höheren Standpunkt hat. So, dann werde ich euch auch mal die Distanzverwandlung zeigen. Einfach mal so, hier kommen. Und ah, lalalalu, was machst du für Geräusche, Alter? Da haben wir einen Eisenball, der ist schon
wendiger und schneller, aber immer noch ziemlich hart. Also im Gegensatz zum Gummiball auf jeden Fall. Und auch diesen kann man nicht wirklich gut dribbeln, aber es geht in Grenzen. Allerdings, wie man mit dem Eisenball Basketballen, also dribbeln soll, ist mir noch unklar. Aber hey, frage ich gar nicht nach. Dem hier kann man ebenfalls stehen. Und dann gibt es noch eine vierte Kugel, die ist besonders empfindlich. Und zwar der Kristall himself, wenn man so will. Der ist... naja, sagen wir mal so, man kann damit, ich finde, man ist extrem schnell mit ihm unterwegs. Aber man sollte so eine Sachen wie, ich zeig's mal einfach, ich mach mal ein Safe jetzt einfach ganz simpel. Also, fuck, doofe Idee. Ja, gut, das sollte man nicht so oft versuchen. Oder auch so eine Sachen hier so, hä, kurz mal A gedrückt, da sollte man den Ball dann auf der anderen Seite wieder auffangen. Oder auch ihn einfach mal werfen. Oh, oh, halt, das ist eine ganz schlechte Idee. Da! Also, der überlebt eigentlich praktisch gar nichts. Wow! Also, mal gucken, überlebt er das hier eigentlich? Oh, gerade so. Aber man will es ja nicht übertreiben und daher Gummiball-Action, yay! Und dann würde ich sagen, oh, wer bist du hier? Manche Ebenen sind zu hoch, um den Ball hinaufzuwerfen. Kombiniere dann Dribbling und Wurf. Ja, das geht auch. Man kann also dribbeln. Moment, das erfordert ein bisschen Übung hier. Oh Gott, das wird so fail, ey. Ich sag euch. So, dann kann man in der Luft schön werfen. Anständig. Trappen wir gleich hoch. Hey, halt nicht so. Greif ihn dir. Jawohl. Kann man eigentlich auch, wenn man auf dem Ball ist, irgendwie wieder so halten? Ah ja, wenn man L drückt, kann man diesen Modus halten. Wieder so oder so. Finde ich gut zu wissen, falls man mal auf den Ball springt, weil dann steht man automatisch drauf. Kann man mit L wechseln. Die Steuerung ist gerade ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Liegt aber halt daran, dass man so viele komische Elemente steuern muss. So, da ist ein Ballschalter an der Wand. Na mal gucken, ob ich den hier erreiche vom Bonus. Ja, das reicht. Smack. So, komm her, du Bällchen. Komm her, Bällchen. Ich spiele gerne mit großen, geilen, weichen Bällen. Nee, halt. Das vergessen wir mal. Und ich erzähle euch mal, wenn man ein Level beendet, ich weiß nicht, ob das hier im Trainingsmodus auch schon der Fall ist, wenn man hier ein Level beendet, ja, dann kommt immer so eine komische Animation und anscheinend hat der Emulator Probleme damit. Das heißt, da könnte manchmal sein, dass ich einfach, ja, dann eine Error-Meldung kriege und dann den Emulator neu starten muss. Aber komischerweise speichert das Spiel trotzdem. Das heißt, ihr verpasst nichts oder so. Das geht dann ganz normal weiter. Also würde ich sagen, ja, cool. Bonusmission, Schnips, beendet. Ja. Oh Gott, die Steuerung wird mir noch so oft träumen, weil ihr denkt, sieht doch einfach aus, ja. Das sind ja auch noch die einfachen Trainingslevel. Ah, gut. Und, keine Animationsfehler. So, gleich kommen wieder die Krähengeschreie hier. Nehmen wir den Ball gleich mal mit. Und dann würde ich sagen, bringen wir den Ball auch gleich mal. Oh ja, kann ich mir nicht so voll, Alter. Wir gehen gleich mal hier in die Höhle und bringen den ersten Ball, der hier gleich liegen geblieben ist, der nicht in der Welt gerutscht ist, gleich mal in den Hauptraum, wo die Kristalle gespeichert werden, hat er vorhin der eine Handschuh da, der eine Hut erzählt und gleich. Oh, er ist mein Ball geklaut. Whoopie! Ey, was hast du für eine coole Sonnenbrille auf? Ist ja geil. Ja, also ist natürlich nicht grafikbugfrei. N64 ist eben halt noch nicht perfekt emuliert. Und hier sieht man ein Kristall von, lass mal gucken, 2. Ey, halt, nicht ausrutschen, Kollege. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Das heißt, wir haben 6 Welten, in denen wir nochmal ein paar Steine finden müssen. Oh, das Wasser sieht schon wieder so erfrischend aus. Herrlich. Einfach nur schön. So, das, Leute, das war's für die erste Episode. Oh nein, Spaß. Komm, wir werden jetzt wenigstens nochmal eine Episode zeigen. Also das erste Level zeigen. Ja, um mal zu gucken, ja, was gibt's denn hier so schön? Also ich erinnere mich noch an einige Level, aber ich weiß auch nicht mehr, wie weit ich in dem Spiel wirklich war. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Ich schätze schon weit mehr als über 5 Jahre, wenn das überhaupt reicht. So, jemand, wenn wir den Ball abgeben, öffnen sich Welten, hat ja einer gesagt. Und langsam wird es auch langsam wieder ein bisschen besser sichtbar. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich weiß gar nicht, welche Welten haben sie alle schon eröffnet. Da gibt's hier eine Mücke, ich höre nur eine Mücke. Ich will weg hier. Auf jeden Fall gibt es hier die Schatztruhe. Wir müssen als erstes in das komische Gebäude da rein. Direkt das erste Level. Und weil so Fledermäuse. Hey, hat mal jemand einen Pfeil und Bogen oder wenigstens einen Dekuschleuder oder ein Schwert oder wäre auch okay? Offenbar nicht. Ey, Hall, geh nochmal drin. Der Jump halt drin ist mir, oh ja. So, swun! Oh oh. Nee, ich wollte schon sagen. Hört! Hat er wieder seinen coolen Sonnenbrillen-Move. Eine lila Sonnenbrille. Du musst ja echt Schaden haben, Kollege. So, jetzt zeige ich euch da mal, da geht's übrigens mal zum Schloss, so, hier gibt's Level 1, 2, 3.
So, da gibt es ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Jetzt erkläre ich euch das mal. Also, gleich werden wir eine Anzeige noch dazu bekommen. Nicht nur oben rechts die Punkte, unten rechts die Leben und da unten links die Herzen. Nee, wir kriegen gleich oben links noch eine Anzeige dazu. Noch eine Anzeige dazu. Und die müssen wir in jedem der drei Level füllen. Was genau, werdet ihr explizit gleich merken. Und dann am Ende ist, glaube ich, Ausrufezeichen ist, glaube ich, der Boss am Ende. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und denn das ist das Bonuslevel. Es kann auch sein, dass das das Bonuslevel ist und das Fragezeichen ist der Boss. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, wenn man in allen dieser drei Level vorher, also gibt es sozusagen in jeder der drei, sechs Welten jetzt so drei Level, also 18 Welten wird das Let's Play insgesamt haben. Manche sind easier, manche sind dafür wesentlich komplexer. Und ja, würde man überall die Listen füllen, also ich sag schon mal, man muss da Karten sammeln und wenn man alle Karten in allen Leveln findet, ja, schaltet man das Bonuslevel frei. Das geht aber nur auf normal. Ja, das ist voll fies irgendwie, ich find das doof. Ich werde trotzdem mal versuchen, in den ersten Welten wenigstens alle Karten einzusammeln, weil insgesamt im Let's Play werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, das sage ich euch jetzt schon mal so, weil manche Karten hat man nur die Chance einmal zu kriegen und wenn man dann verkackt hat, ja, ist ja Autofail. Da müsst ihr jetzt halt safe staten. Übrigens, ich finde wieder total geile Wasseranimationen, bis auf den Wasserfall, der zuckt irgendwie ein bisschen komisch, könnte aber auch am Emulator liegen. Aber an sich die Animation und Geplätscher und ach, das klingt so schön. So, ihr seht, da ist noch dabei, aber ich habe da hinten gerade irgendwas flunkern sehen. Was ist denn das da? Ah, da ist ein Leben. Ah, ist das geil. Verschwunden. Ach so. Ach ja, stimmt ja. Man kann in dem Spiel hier im Emulator manchmal durch Wände gucken. Das ist ganz komisch. 500 Punkte kassiert da oben. Seht ihr 100, 0 von 50 Karten. Und oben rechts die Punkte. Nebenbei, das war übrigens gerade ein extra Leben. Ganz so easy way, ne? Und das da sind die Karten. Punkte gibt's für gesammelte Karten. Für 40 gibt's ein Bonusleben. Ah, für 40 gesammelte Karten gibt's ein Bonusleben. Okay. Wenn du sie schnell sammelst, bekommst du mehr Punkte. Und noch mehr, wenn du den Ball benutzt. Ah. Zeige ich euch mal. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. Hier kann man das ja mal machen. Guck mal hier. 10 Punkte. Wenn ich hier einfach mal so eine Karte normal sammle, der will mich angreifen hier. Der Stinker, der kann auch mal knicken. So, und wenn ich jetzt weiter einsammeln würde, die Karten, würde ich noch mehr Punkte kriegen. Und wenn ich die schneller als einsammle, gibt's so eine Art Kombo-Punkte. Ich gehe jetzt nämlich mit dem Ball einsammeln, krieg, wow, 20 Punkte, aber ich werde die mal mit der Kristallkugel einsammeln, denn die Kristallkugel hat einen ganz coolen Effekt. Also einmal drücken, das einmal verwandeln. Oh Gott, ich habe immer schon Angst, wenn ich die aus der Hand lege. Und wenn man die jetzt hier einsammelt, die Karten, in hohem Tempo, dann kriegt man richtig geile viele Punkte, Alter. Ist das nicht geil, oder was? Gleich mal 3000 Punkte einkassiert. Ching, ching. So, ich werde mal verwandeln hier. Weil das mache ich nur da, wo es auch möglich ist, sonst spare ich mir das an der Stelle. So, machen wir mal. Schnipp! So, hier rüber ist letzt. So, da ihr seht, da kann man noch so 500 Punkte kriegen. Aber mit der Kristall kriegt man dann Punkte doppelt. So, oh Mensch, Glober. So, würdest du mal bitte wieder danke. So, hier so eine Unterkarte, die nehme ich auch noch mit. Klatsch den bei meiner Rüber, ich will sie damit. Ach so, ja, so kann man die auch einsammeln, gut zu wissen. Nö, Mann. Warte mal, halt, ich hab ne Idee. Kann ich nicht irgendwie? Nee, kann ich nicht. Schade. Würde ich sagen, sammeln wir die Karte halt doch mal so ein. Gibt's vorhin ja Punkte, aber scheiß drauf. Achso, da drüben ist auch noch mehr. Na gut, dann sammeln wir die auch noch ein. Karten sammeln, yeah. Karten will nicht das sammeln, yeah. So, wir haben noch die Hälfte schon, also da geht's ziemlich easy, ihr merkt's. So, das 4, das kann man noch töten, ne? Ey, du Stinky! Bams! Yeah! 25. Karte. Porno, das kriegen wir auch kaputt. Nochmal 10 Points. Ey, wie cool, oder was? Voll krass Gangster, ey. So, man kann auch die, nicht nur mit der Stammvertrag zerstören, man kann auch einfach hier so... Richtig schön, hier frisst das, du Stinky. Ja, wenn man den werfen könnte, wäre das sogar richtig effektiv. Aber ich kann es auch mal nicht, ich glaube, der fliegt doch nicht so weit wie der Gummiball. Genau. Burms. Einfach kaputte Burms. Und was erzählst du mir denn hier? Gucken wir doch mal. Einfache Gegner können durch Vorschläge besiegt werden. Ja, der Tipp kommt ein bisschen spät, Kollege. So, was erzählst du mir? Dinge, die Risse haben, können zerschlagen werden. Tue das mit der Bowlingkugel oder mit Faustschlägen. Oh Mann, ey, ich geb euch hier mal die Tipps und das Spiel gibt's euch nochmal doppelt hier, das Jahr. So. So, ihr seht, irgendwie in der Säule waren gerade ganz komisch Karten geslitscht. Hier können wir auch nochmal fragen, was erzählst du mir?
Dies ist ein Checkpunkt. Wirf den Ball hindurch und du kannst hierhin zurückkehren, wenn du ein Leben verlierst. Also so eine Checkpoint, eine Safe-Option, wenn man so will. Schwing! Einfach so durchdribbeln mache ich immer so. So, wie macht man die Säule nochmal kaputt? Habe ich total vergessen. Tschüssing! So, ich glaube, man kann auch den ganz leicht anheben und dann gegenschmeißen! Ja, okay, das war nicht. Kann man irgendwie kaputt drücken oder so? Wie war denn das nochmal? Ich glaube, man musste das ohne Ball machen, irgendwie. Ha, habt ihr gesehen? Die hat gewackelt. Sie hat gewackelt. Los, Mann! Ja, geil. Umgejumpt. Und da kriegt man hier schön extra ein paar Points. Das hat ne geil. Und oben noch ein Leben. Das ist ja Porno. Oh, schon 13. So, wie ich sagen. Lalalalu! Boah, fuck, Mann. Bin einfach schlechterin. So. Schade. Ich dachte, ich krieg nochmal schöne extra Points, aber nichts ist. So, dann gucken wir mal, das, was ich hier rüberkriege, das Ding. Zack. So, weil der Ball sollte nicht gegen den Gegner fliegen, dann kriegt der Ball nämlich böse Aua-Tu, ne? So, soll ich hier nochmal extra einsammeln? Ja, los, komm. Wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen und dann nötig auch. Vielleicht mal ab und zu auch mal was riskieren. Weiß gar nicht, ich glaube, es gibt Punkterekorde auch in dem Spiel. Boah, ich finde, der Ball ist übelst schwer zu kontrollieren teilweise. So, aber hey, nicht runterrollen. So, gucken wir mal hier. Gehen wir weg hier. Bams, Schalter drücken. Ah, da oben ist ein extra Leben. Geil, Mann. So, könnte gleich sein, dass wir, wenn wir das jetzt gemacht haben, einfach das Spiel abstürzt und sagt, fick dich. Aber ich sag einfach neu starten und dann sehen wir uns doch gleich wieder. Falls es passieren sollte, ich weiß nicht, ob es wirklich immer passiert, aber in der Testaufnahme ist es passiert. Ich bin gespannt, ob das immer kommt. Yay, yeah, geil, Mann. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Yes! Und da habt ihr es gesehen. 50 Karten, ich glaube, wir haben noch ein extra Leben bekommen. Wir haben schon 15 jetzt nämlich. Man kriegt auch unter anderem für 10.000 Punkte, glaube ich, ein extra Leben. Auch noch, ja. So viele extra Leben kriegt man im Spiel. Aber die werden wir auch brauchen, sage ich euch. So, da oben hat noch ein extra Leben. Versuche, komme ich da ran? Vielleicht, ja, genau. Und jetzt so, hey, halt! Twappen, yay! Yeah. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, kommt ein Blackout? Wenn ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Yeah! Und hab! Schnipp! Ah, ich kann auch viel besser mit dem Schnipp, Mann, du Handschuh. So, mal gucken. Na? Scheiße. Gut, Alter, ist kein Ding. Ich gucke mal, wir müssten das irgendwie hinkriegen, dass wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich. Jo. Und willkommen zurück zur Pilot-Episode. Ein paar Minuten gebe ich euch noch oben drauf. Ich würde sagen, wir setzen mal fort, aber es werden auch die Leben gespeichert, finde ich cool. Ebenso auch die Punkte und die, man sieht, wie viel Prozent man gelöst hat. 3% haben wir schon. Naja, sieht doch vielversprechend aus. So, wo ist mein... Hey, wo ist mein Ball? Hey, wo ist mein Ballo-Knallo? Och, Menno. Greif mir die so ins Ohr, du blöde Krähe, was auch immer. Ja, ist ja gut, Mann. Spring doch einfach, Junge. Spring einfach. Okay, ist ein Handschuh, er müsste eher andere Sachen können, wie, weiß ich nicht, eine Faust ballen oder jemand boxen oder sich selbst, nee, das spare ich mir mal. Und da sieht er auch einen Stern. Ich finde das so cool, dass das gespeichert wird, obwohl Error ist. Ihr seht, Stern heißt Complete. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein in Level 2. Oh Gott, ich weiß immer noch nicht, warum ich das hier zocke. Ich frage es mich immer noch. Zweite Level, ihr seht. Musik verändert sich ein bisschen anders. Wir brauchen jetzt 60 Karten. Hey, halt, nein, das wollte ich gar nicht. Nein! Fällst du hier hin, Mann? Ich kenne mich die Level doch nicht mehr. Genau, Z-Wart. So, gucken wir uns mal um hier. Was ist denn das hier zum Beispiel? Hier ist Wasser drin, ja. Langsam kriegt man ja auch so eine Art wie... Oh. Ah, in den Büchsen, da sind Karten drin, ne? Ja, weg die mal lieber einsammeln, ne? Aua, hey! Du kannst doch mal knicken, Kollege, oder? Ich lasse mich nicht verarschen.
So, ist hier hinten noch was Schönes? Ah, guckt euch das da mal an. Ganz gemein. Hm. Naja, immer ein paar Punkte gekriegt. Achso, ja, aber guck mal hier. Wenn man sich gegen die Wand drückt, dann sieht es aus, als ob jemand mit der Hand irgendwo gegen drückt. Das fühlt sich cool gemacht. Also einfach von der Physik her ist das auch recht ausgereift, auch wenn der Eisenball gedribbelt werden kann. Aber hey, komm, wir popeln jetzt noch in die Fels rum. So, Bumstop muss ich aufbauen, dann fließt er da durch. Kommt da hinten wieder hoch durch die komischen Öffnungen im Boden. So, kann ich hier auch wieder irgendwas aufdrücken? Nee, war schade. La 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 la. Oh, fail. Komm schon, komm runter, los! Come on, man! So, wo sind wir jetzt hier? Hier, was seid ihr für Viecher? Ah, ich glaube, ich erinnere mich noch. Ganz komisch, die sehen aus, als wenn sie Brüllen anhaben. Die geben komische Geräusche von sich, wenn man sie tötet, aber hey! Soll mich nicht kümmern! Einfach! Gegner töten, hat Style, so, versuchen wir mal, mit dir eine Kombo zu bauen, weil ich hab gesehen, man kann rülpsen, wenn man nach oben drückt. Okay, das, verbuche ich mal für mich so als, creepy. Boah, so viele Karten, Alter, wenn ich die alle richtig gut einsammeln, Alter, mega Funktionär, da steht da wegen Punkte. Egal. Ja, komm, gehen wir mal hier hoch, Kollege. Ah, dann sehen wir noch mehr Karten. Die nehme ich doch auch gerne mit. Ey, dreh dich mal. Ah. Ah, das liegt gar nicht an der Kristallkugel, dass man rülpst, sondern daran, dass die Kamera sich nicht drehen will. Points, Points, geil, Mann. Wow. Ich hab Angst, dass man auch, wenn man die Kugel irgendwo gegen die Wand crasht, einfach mal auch irgendwie einfach einen Down kriegt. Wenn man die Kristallkugel nur anständig irgendwo gegenballert, naja, könnte doch sein. So, flutsch. Tralalala. So, nochmal 10 Points extra. Gibt's hier hinten noch was? Da Running Wampelt und so ein Spasti rum. Ja, dich töte ich gleich mal. Bam, Spatz. Oh. Verfrüht eingesammelt, weil ich will die Karten ja übrig lassen für Kombos. So. Oh, 18 Leben. Achso, man kriegt doch Punkte fürs Töten, merke ich gerade, weil wir haben 20.000. So, ich hoffe mal, die kann ich alle einsammeln jetzt. Ich glaube, Karten verschwinden auch nicht, wenn man sie aus Monster rauskommen, dann wäre ein bisschen fail. Weil man will sie natürlich auch alle einsammeln können. Ich verwandle die Kristallkugel mal lieber hier unten, für sicherheitshalber, ne, und so. So, nächste Combo. Nein, 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 nein! Huh! Kackkugel! Boah, gleich nochmal richtig fett Points gekriegt. So. Warte mal, über ihr Kugel, ich muss mal ganz kurz hier. Hey, bleib doch stehen, renn weg, du Stinker! Muh, down! Na, den nehme ich mal so mit, die Karte, ist ja egal. Ob ich jetzt so 10 oder 40 Punkte kriege, das macht ja noch so much difference und so, ne? Würde ich sagen, grabben wir uns die Kugel und going here through the world. So, dann wollte ich euch eine neue Physical Feature zeigen, und zwar einfach. Mach mal aus der Kugel einfach mal eine Eisenkugel, kann man auch von unten lang scrollen, weil man muss ja unten den Ballschalter auch wieder aktivieren können. Also, swutz, 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 swutz. Easy peasy, einfach die Luke aufgemacht. Das heißt, das Ziel war da gerade schon zu sehen. La, 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 la. So, man kann sich hier easyerweise hochdribbeln. Ist ja geil. Ja, wie man eine Eisenkugel dribbelt, ich weiß das immer noch nicht. So, ihr habt ja gesehen, ich kann mit A so einen hohen Flash machen. Swutz! Zack, so kann man die Kugel da auch durchbuxieren. So, hier ist jetzt eine. Aber da oben waren Karten eingesehen. Wie komme ich da hin? So. Ah, dann komme ich da hoch. Höp! Oh ja, geil! Kugel, Karten, Leute. Stoops, swoot, 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 swoot.
Also ihr merkt, man kriegt mit Glover maximal 100 Punkte. Ah, ist natürlich nicht so much, aber hey, was soll's. So. Da sind noch mehr Karten, die könnte ich mit dem Ball einsammeln. Da hinten sind auch noch mehr Karten. Wenn ich das mit dem Gummiball mache, kriegst du alle. Weil die Kristallkugeln nehmen halt mehr Points am Ende. So, da ist ein Zaubertrank, den nehme ich aber noch nicht. So, das waren noch nicht alle Karten hier, oder? Da fehlen noch welche. Die fehlen eindeutig noch welche. Das sind doch noch nicht alle. Das sind doch immer 45 hier gewesen. Lala, lala, lala. Das war creepy. Kugel bleibt mal ganz kurz hier, ich muss mal bumsen. Achso, boah. Ich bin schlauer als das Spiel. Aber das war ich ja schon immer. Oh, also geschissen ist geprahlt wieder mal, ne? Soll ich sagen, slitschen wir mal jetzt hier lang. Ich versuch's einfach mal die Karten einzusammeln. Hier, ey Mann, geil! Ching, 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 ching. Hui. So, Ball. Kann man runterjumpen mit. Übrigens, harte Kugeln, so wie Eisenkugeln oder Bowlingkugeln, gehen auch gerne mal zum Bruch. Ja, keine Lüge. Das ist voll fies. So, 415 Karten, wo haben die denn verschludert? Das finde ich raus. Das finde ich raus. Aus dem Haus. Oh yeah. Oh, Glover, man, kannst du mir einfach mal... Kann ich die Eisenkugel hochrollen? Wie geht denn die scheiß Kugel da hoch, Alter? Zack, herab, rüber mit dir, Heto. So, schnappen wir uns die Kugel, damit bin ich schnell unterwegs. Lalalala. Wo sind die letzten Karten, Mann? Ich will sie doch haben, Mann. Mann, schon wieder dasselbe Spiel hier? Haben, schwing! Rüber damit. Rüber, buxiert. Ich hab, glaube ich, gerade was gesehen. Muss ich nochmal gucken, auf jeden Fall. Und ich glaube, hier oben, oh Gott, das war knapp. Ey, der Ball ist echt trollend. Ich glaube, da oben ist schräge Dach, ne? Ja, denn hier, Ball bleibt hier. Ja, dich nehme ich dafür nicht mit. Das wäre doch hier niemals was mit dir geworden, Kollege. 10, 15, 20, 50, 100, yay, Mann, ich bin doch einfach Porno, Mann. Oh, halt. Ball mitnehmen und dann gucken wir mal, was da unten ist. Weil das sah aus, als ob da ein Riss in der Wand ist. Ich meine, ich habe einen Riss in der Decke, habe ich ja auch. Deswegen sehe ich ja auch Risse in der Wände. Aber das sieht doch hier eindeutig so aus, ne? Das muss ich gar nicht mehr. Wie macht man das nochmal? Knacks, offener Ding und leer runter hier. Oh oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hui. So, dann würde ich sagen: Combo Time, 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 Combo Time. Yeah, geil, Mann. Tschüssing. Und da haben wir noch die letzte Pyramide. Und irgendwie sehe ich da irgendwas glitzern in der Pyramide. Das heißt, ich muss mal gucken, kann man die kaputt machen? Test mal, jetzt einmal, die geht mir nur auf den Sack. Ah, extra Leben. Und da haben wir alle Karten des Spiels und schon 40.000 Points. Das ist natürlich geil irgendwie. Hier kriegt man die... ernsthaft Spiel? Hier kriegt man den Ball hoch und drüben nicht? Willst du mich verarschen? Ja, aber da drüben sind der Wand, da habe ich sie nicht hochgekriegt. Ja, jetzt spielen wir hier verarschen hier. Egal. Scheiß drauf, nehmen wir uns unseren Gummiball, hauen ab und dann rein ins nächste Level. Und Leute, das war dann noch für den ersten Part von Let's Play Glover, meinem Half-Blind-Projekt. Das wird noch ziemlich fail. Aber die Musik ist, hat Style, muss ich sagen. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich finde ich, ist es sogar ein bisschen zu gewöhnungsbedürftig dafür, dass eigentlich sie eigentlich für so eine, naja, recht komplizierte Steuerung schon ausgereifter sein sollte, finde ich. So, du bleibst mal hier. Wir müssen, glaube ich, das Ding hier schieben. Wie war das nochmal? Ich glaube, hier muss ich einfach mal hier mich hier ranstellen, denn einfach mal... Boah, dauert jetzt schon lange. Ach nee, warte mal, ich glaube, dafür ist der Herkules-Trank da. Da kann ich gleich nochmal den Hut anquatschen, da gibt er nämlich einen Tipp zu. Also, er gibt mir mal Tipps für irgendeinen Nonsens-Mist, den einfach jeder normale Spieler rausfinden würde. So...
Sammel diesen Trank ein, damit du groß und stark wirst. Da kann ich auch Fruchtzwerge essen, Kollege. Da kann ich selber von. Alalalalu! Smoot, Alter! Big Handschuh, Alter! Jetzt sind wir jetzt so ein Riesenpatschenfüll. Ein Riesenpatschenfüllchen geworden. Ist das nicht geil? Und jetzt hier richtig schön. Schief, schief, schief. Da links haben wir unter der Kartenanzeige jetzt so eine. Ja, so eine Suppe-Anzeige, die uns anzeigt, wie lange wir noch haben für Ultimate Power Handschuh Glover Dingsen. Und ich würde sagen, an der Stelle exakt. Oh, Hilfe, Alter, Steuerung. Gleich wieder schrumpfen, Leute. Smooth, smooth. So, an der Stelle werde ich jetzt den Part hier beenden, Leute. Da geht's dann weiter beim nächsten Mal. Und wahrscheinlich gleich mit dem Cut wieder, wie ich das kenne. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses epische Let's Fail, Let's Play Fail, Let's Fail Play, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dann, macht's gut, haut rein, tschüss, Sikowski, und ciao.